So Leute, welcome back to Let's Play The Second Reality Project Reloaded. So, jetzt machen wir mit der wunderschönen Ice Bomb Bridge weiter. Hilfe Gott, ich hasse rutschige Level. Okay. Das Level ging in der Reloaded Version eigentlich immer noch. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist, aber es scheint auf jeden Fall ein klein wenig asozialer zu sein. Gott. Scheiße, hier kann ich drauf stehen. Mist dich, okay. Hallo Yashikoin, wie geht's? So. Shit, shit, shit. Nein. Gott. Also hier drin war das Secret Exit, ich erinnere mich. Ja, ich war jetzt schon wieder ein bisschen ruhig. Hilfe! Oh Gott. Shit. Also, braucht man ja jetzt wirklich eine Feder, um daran zu kommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das gedacht war. Das Secret Exit scheint in der Reloaded-Version anders zu sein. Scheiße. Und ich habe keinen Bock danach zu suchen. Oh! Oh doch, hier ist das komische Schlüsselloch. Okay, ich glaube, was den Key angeht, war ich schon auf der richtigen Spur. Ihr solltet nur mal zwei Dinger holen und dann nochmal gucken, was ich denn jetzt tun muss. So. Ice Bomb Bridge. Gut. Scheiße, oh Gott, ja, hier gibt's noch eine Feder. Miau, plopp. Scheiße. Ja, ich glaube, jetzt können wir das schon komplett vergessen, oder warte. Trick, erstmal Dinge zu einsammeln und hier war ein Power-Up. Scheiße, hier war nur ein komischer Drecks-Yoshi. Ja, und normalerweise beleidigt man Yoshis nicht, aber trotzdem. Okay, wir gehen raus. Jetzt hole ich mir wieder Federn. Ja, so muss man das machen, wenn man nicht weiß, wie das anders geht. Gott. Na gut, diese Top-Secret-Area ist so optisch hässlich, aber zumindest besser als Zementblöcke rum zu spammen. Oder man kann auch einfach kompletten Boden nehmen, oder nee. Ich glaube, das ging damals mit dem primitiven Luna-Magic-Zeugs von der Engine ging das alles nicht. Also, es war unmöglich. Impossible. So, komm. Und ja, in die mittlere Röhre konnte man rein. Ja, hier war ich schon im Secret Exit auf der richtigen Spur. Ich brauchte nur noch ein paar Dinger, damit ich da durchkomme. So. Scheiß drauf. Die andere Feder habe ich noch. Und das ist das, was zählt. Schade. Hm. Okay, das war der reinste Fail des Jahrhunderts. Und wenn ich das Ding gleich nicht finde, dann ist mir das wurscht. Dann gucke ich einfach nach. Nee, ich hab dann echt keinen Bock mehr, Leute. Shit, das ist... Ja, das ist blöd. Scheiße. Ja, jetzt habe ich nur noch eine Feder. Oder soll ich... Nee. Scheiß drauf, ich probiere das jetzt einfach. Ach Leute. Miau. 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 Okay. Miau. Miau. Plop, plop. Ja, genau hier. Secret Exit gefunden. Aggressive Water. Achso, das war... In der Reloaded-Version war das Level um einiges freundlicher. Da war das irgend so ein Regenzeug-Level. Ach du Shit.
Schon, und das Ganze mit dieser Bowser-Musik. Hilfe, war. Das Level ist komisch. Ah. Okay, aggressives Wasser, der Name passt dazu. Aber warum hat man dieses Gimmick nur in der Reloaded-Version nicht beibehalten? Man weiß es nicht. Es ist und bleibt ein Rätsel. Ich bin ja nicht FBI Productions. Bah, wie soll ich die Stelle denn machen? Okay, wir machen jetzt mal Mount Zoom, obwohl das Level in der Reloaded-Version auch nicht gerade das Allerfreundlichste war, dieser Erde. Niau, niau. Hm. Komm hoch und... Jupp. Scheiße! Oh gut. Da war nur ein Paragumba. Dann ist ja alles okay. Okay, da müsste man noch rein können. Ja. Und dieser Mount Sumo sah in der Reloaded-Version ganz anders aus. Da ist man auf einmal in so einen komischen Raum gekommen und da musste man halt mit dem Ballon fliegen, oder kam das erst später? Okay. Oh Menno, ich will ein Power-Up. Wieso kriege ich kein Power-Up? Ich finde das voll fies. Okay. Hier musste man tatsächlich jumpen, obwohl ein richtiger Blind-Jump war das nicht, weil immer dann die Pfeile angedeutet, dass man halt rennen muss und dann springen, weil... Also würde ich das jetzt nicht als Blind Jump bezeichnen, das, was es da gab. Hm. Kam jetzt dieser komische Abschnitt? Nö. Das kam mir jetzt nicht. Was kam mir denn... Also... Dann hat er das Wunder Reloaded Version hinzugefügt, obwohl... Nee, hier ist ja schon dieses gelbe Zeug. Ja, das meine ich, obwohl der Hintergrund, wie hast du den denn gekriegt? Ich glaube nicht, dass der Eckersteller jetzt zuguckt. Aber mich würde echt mal interessieren, wie man da so einen kranken Vanilla-Background hinkriegt. Ich meine, der ist ja sogar irgendwie animiert, sodass da irgendwelche Dinger sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das XGFX sind. Das muss wohl komplett Vanilla sein, und ich meine, der Eck ist doch sonst komplett Vanilla. Wieso macht man da auf einmal XGFX rein, die dann auch animiert sind? Das können keine XGFX sein, das muss Vanilla-Kram sein. Aber wie macht man mit Vanilla sowas? Also, ich habe ja selber mich an einigen Vanilla-Backgrounds probiert und habe das auch ganz okay hingekriegt, aber das schlägt alle meine Vanilla-Backgrounds um 3000 Mal. Ja. Um das mal so zu formulieren, das ist wirklich so. Muss ich jetzt mal zugeben, scheiße. Da. Ja. Okay, überstanden. Hat der Scheiß jetzt ein Ende? Pilzi. Raus da. Doch. Scheiße. Ach so, hier haben wir wieder diese wunderschönen grünen Berge im Hintergrund, die ich über alles liebe. Hm. Ja toll, ich glaube, das war auch schon der wunderschöne Endabschnitt, oder wie das war. Okay, hier kann man einfach runterrutschen. So, toll. Ende. Okay, jetzt haben wir ein anderes Bonusspiel, das finde ich auch sehr interessant. Also FBI, wie hast du das hingekriegt, dass der Hintergrund beim Bonusspiel wechselt? Also das würde mich auch mal interessieren. Hm. Bah, okay, da wollte ich gar nicht reingehen, scheiße. Okay, Federn, und dann probieren wir das aggressive Wasser nochmal. Das Wasser, das sehr böse ist und sowas. Also das Wasser, das den Menschen umbringen möchte. Ich meine, die menschliche Zivilisation, ne? Aggressive Water. Okay. Überfliegen wir den ganzen Scheiß. Oh, scheiße. Das geht wohl nicht. Schade, schade, schade. Ich dachte, man könnte das wunderschön überfliegen. Das wunderschöne Level. Okay. Wow, 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 wow.
Okay, ich kann jetzt immer höher und werde das Level jetzt überjumpen, oder? Richtig, das Level muss doch auf diese komische Teen ausgerichtet sein, weil, okay, jetzt fallen wir ganz tief. Okay, ich glaube, das war's schon. Das Level war eigentlich Pisskram. Ich war nur zu blöd, um das auf den ersten Versuch zu schaffen. Okay, Hothead Castle. Ah, das war in der Reloaded-Version das Akustik-Castle, ich verstehe. Ja, aber... Wobei ich trotzdem hier sagen muss, dass ich die Reloaded-Version trotzdem besser finde, auch. Mein Gott, was habe ich denn jetzt mal auf einmal mit diesem Sprung, auch wenn ich die alte Version jetzt auch LP'e. Oh Gott, hier haben wir Büsche im Hintergrund, das ist auch mal eine Idee. Ich meine, diese andere Version, die wirkt einfach professioneller, die wirkt wirklich extremst professionell. Also die ist für einen alten Neck zwar auch schon Weltklasse, also für die damalige Zeit, aber die Reloaded-Version, die hat echt bessere Atmosphäre, vor allem weil die eine Custom-Overworld hat. Und ich liebe diese Reloaded-Version einfach nur. Da kann die alte Version zwar nicht mithalten, aber sie ist trotzdem geil. Aber gucken wir mal, was hier noch so kommt. Oh Gott, hier haben wir wieder Zementblock-Spam. Das lieben wir doch alle ganz besonders. Ich glaube, in dem Fall wäre das auch anders gegangen, aber egal. Man merkt da schon, wie viel Mühe sich FBI mit im Hintergrund gegeben hat. Wow. Schade. So, hallo, zweite Yoshi-Coin. Kann man den umbringen? Nö, das kann man nicht, schade. Okay, hallo Pilz, du kommst mal her, bitteschön. Dankeschön, das ist nett von dir. Wap, scheiße. Hä, also, ich dachte, da ist eine Wand, da kann ich nicht durch. Ich dachte mir schon, hä, was soll der Mist? Hallo? Nimm doch mal diese scheiß Blöcke. Also, manchmal frage ich mich, was Mario da für eine komische Macke hat, dass er die Blöcke nicht nehmen möchte, obwohl ich doch ganz klar auf den Knopf drücke. Tja, Fragen war Fragen. Vor allem, wenn man das schnell drückt, dann funktioniert das oft nicht und dann ärgert man sich, wenn man da irgendwie schnell die Blöcke aufnehmen und werfen muss und in der Reloaded-Version kann man hier durch. Nur mal so zur Info. Aber mehr spoilern möchte ich jetzt nicht. Also, hier haben wir so ein wunderschönes Layer 2 On-Off-Spielchen-Gerät-Zeugs, ja. Shit. Okay, man sollte hier wohl lieber nicht an die Stacheln, das ist eher ungesund. Tja. Oh, das war's? Nee, das war's noch nicht. Aber wirklich Probleme. So, Ende. Niau. Ja, hier kommt die wunderschöne Tür. Aber das war noch nicht das Ende. Muss ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal machen? Ja, das ist dein Ernst, FBI. Also, ich finde es voll unverschämt, dass man keinen Midway Point einbaut. Es ist irgendwie schon ärgerlich, vor allem wenn man da gegen Ende des Levels schon irgendwie so verreckt. Aber ich habe es ja immerhin relativ weit geschafft. In der Reloaded-Version war da noch irgendwo ein Midway Point zwischengegammelt. Ich weiß, dass ich dann Midway Point... dass er dann den Midway Point hingesetzt hatte, also... FBI, du kannst mir nichts vorwerfen. Das war da wirklich... Wo... Was war das denn schon wieder? Das war eine Skill-Aktion. Also ich bin geskillter als DarkDLP02. Der ist ja... Der meint ja voll angeben zu müssen. Mit seinem Skill, den er nicht hat. Er konnte seinen Hack ja nur so gut, weil er den selber erstellt hat. Scheiße? Aber das würde ich auch gerne in diesem Part wenden. Ich habe irgendwie einen Flimmel, wenn ich
das Level in einem Part angefangen habe, dann würde ich das gerne noch zu Ende bringen. Aber das gelingt mir oft halt nicht. Weil was ich vor allem hier blöd finde, sind die Bullet Bills. Wesentlich, die kommen irgendwie so unvorhersehbar und deshalb kann ich Bullet Bills auch nicht leiden. Ja, aber ich bin durchgekommen. Boah! Scheiße. Gott, schnappler. Okay, Spin-Jumps sind immer cool. Bei sowas. Neo, plopp und ja. Geschafft. Okay, haben wir schon wieder jetzt den zweiten Raum. Okay, aber. Hallo, schießt du mal? Dankeschön. Ich habe nämlich Angst, drüber zu springen, bevor er geschossen hat. Das ist nämlich uncool. Ich meine, weil ich dann halt getötet werden könnte. So. Ja, geschafft. Okay, jetzt kommt dieser wunderschöne Layer 2 Abschnitt. Okay, warten wir mal. Oder nee, es ist blödsinnig zu warten, bis das weiter runter ist. Ich meine, wozu? Das bringt einem ja im nächsten Abschnitt nicht unbedingt mehr Zeit. Fireballs. Fireballs for the win. Shit. Okay. Schnell und ja. Auf den Bock drauf und ja. Das dürfte alles kein Problem sein. Warte, da kommt doch noch mehr Scheiß, oder? Okay, und hier kam dann die Tür hoch. Ich weiß noch. Okay, was hat mich hier jetzt genau gekillt? Okay, hier muss ich hoch. Dann nehmen wir jetzt mal die rechte rote. Scheiße, ich hasse Hotheads. Vor allem, wenn die in solchen Dingern auftreten wie hier. Bitte, ich will einen Power-Up, ich will einen Pilz, ich will was weiß ich was. Das Level ist doof. Ohne Midway Point. Da ist eins. Ich muss es nur bis dahin schaffen. Bitte! Hallo, danke, Pilzi. Du bist zu nett. Du könntest mir jetzt das Leben retten. Ja. Das meine ich. Aber leider bist du schon so früh draufgegangen, Pilzi. Okay, da ist die Boss-Tür. Okay. Anscheinend ein normaler Ludwig-Boss, oder wie man das auch nennt. Ja, normaler Ludwig-Boss. Dann ist ja gut. Dann kann mir ja eigentlich nichts passieren, es sei denn, ich habe Pech. Okay, und wehe, der trifft mich jetzt irgendwie beim dritten Hit. Dann muss dieses Spiel kaputt gehen. Dann werde ich diesen Mac von meiner Festplatte schmeißen für immer und ewig, aber das muss ich ja Gott sei Dank nicht. Yo, Rocket. Koopa Terrain 3. Machen wir am nächsten Part. Bis dann. Tschüss.